Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge geht es mal wieder um DaVinci Resolve und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr da in den Beauty-Retuschen die Lippen etwas schöner herausheben könnt aus eurem Footage. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, ich befinde mich hier auf der Cut-Page und ich habe hier mein fertig geschnittenes Video drin, das auch color-graded ist, weil das Ganze ist ja in S-Log3 aufgenommen und da die Farben jetzt hier ein wenig color-graded sind. Ich möchte jetzt hier bei diesem Model die Lippen etwas stärker rot machen und wie kann ich das machen? Ganz einfach, ich wechsle hier auf die Color-Page und wir haben hier schon die Node mit dem Color Grading drin. Also ihr seht hier, das ist Sony S-Log3 nach Rec 709 und ich gebe jetzt hier eine neue Node rein, Add Node, und zwar eine serielle Node, die setzen wir hier auf mit dem Node Label auf Lippen. So, wir befinden uns hier am Anfang von unserem Videoclip und wir suchen uns hier den Tracker hier und suchen uns hier dieses Fenster, das Power Window, und setzen jetzt hier das Window rein und ziehen uns jetzt hier das Ganze, die Größe so in etwa auf die Lippen. Da muss man dann ein wenig rumschieben, so. Wir setzen das hier so rauf, hier noch ein wenig von unten nach oben, das Ganze noch ein wenig hier in die Mitte. Und hier rechts auch noch ein wenig kürzen, so dass wir hier ungefähr mehr oder weniger gut die Lippen hier drin haben. So, wenn wir das Ganze haben, dann können wir hier zum Tracker wechseln und jetzt hier den Tracker das Ganze tracken lassen. Das geht jetzt eine Weile hier und der Tracker trackt das jetzt hier ziemlich genau hier. Die Lippen sind schön immer drin. So, und wenn wir das getrackt haben, können wir hier wieder an den Anfang von unserem Clip fahren. Und wir können jetzt hier oben mit diesem Button hier das Ganze mal ausblenden, dass wir hier nur noch die getrackten Lippen haben. Und wir scrollen hier ein wenig rein und nehmen jetzt hier diesen Qualifier, diesen Picker, und picken uns jetzt hier die Lippen ziemlich genau hier an, dass wir nur noch hier die Lippen drin haben. Und wenn wir das hier haben, sehen wir es hier in der Farbe. Und jetzt kann ich hier bei der Gain, beim Saturation hier, die Lippen ein wenig röter machen. Ich ziehe das hier nach oben. Und ihr seht schon jetzt, das Rot verändert sich. Ich gehe hier nicht höher als 60, so. Und wir blenden das Ganze mal wieder aus und wir gehen hier wieder raus und wir sehen jetzt hier, wenn wir das Ganze abspielen, dass jetzt die Lippen hier ziemlich viel roter sind. Ich kann das nochmals hier einblenden, so, und wir können hier das noch ein wenig übertriebener machen, dass das Ganze noch mehr rot wird, so. Ich denke, das reicht und wir sehen jetzt hier wunderbar, die Lippen von ihr sind schön knallig rot hier, so wie ungefähr der Dress unten. Schon habe ich hier die Lippen wunderbar korrigiert, ohne dass ich etwas anderes im Bild verändert habe. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Videotutorial gefallen und weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Beauty-Retusche in DaVinci Resolve, es gibt da sicher später nochmals ein weiteres Video. Es würde mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr sicher kein weiteres Tutorial mehr. Und wir sehen uns dann garantiert auch wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!